So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Mir so schlecht. Denn ich habe gerade schon eine Folge Ramses Kitchen aufgenommen. Und zwar die hier mit diesem Hangover-Tee. Also dieser Mango-Kaktus. Und dann hier dieser Berry Dragon, der einfach nur nach Pfefferminztee schmeckt. Dann habe ich ja, damit die nicht so gut dastehen, eine Dose 5-0er Dosenbier auf Ex getrunken. Das ist ja mein heimlicher Sponsor. Da weiß ich immer noch nicht, ob das ein böser Mensch erschaffen hat. Und dann habe ich gelesen, viele Leute hatten ja gesagt, Ramses, geh mal bitte ins Kaufland, gönn dir mal die Crispy Rob Chips. Ja, ich wusste nicht, wer Crispy Rob ist. Crispy Rob ist wohl ein YouTuber. Das 5-0er Dosenbier, ich sag's euch. Ist wohl ein YouTuber, der, ja, ich weiß gar nicht, was der überhaupt macht. Auf jeden Fall hat er Chips rausgebracht jetzt. Ist der eh immer so und tut so Essen und alles? Ich meine, ihr habt diesen Luca, diesen, ihr habt diesen komischen Luca, der ja eigentlich nervt und dann deswegen, weil er berühmt ist, mit Nerven seine eigene Pizza rausbringt, ja? Die wir natürlich getestet haben, Pizza aus Plastik, ihr wisst Bescheid, mit Filippone damals, schwarze Pizza mit schwarzem Boden, schwarze Rand. Dann habt ihr Capital Bra. Capital Bra, der ja eigentlich Rap mutzig macht, die Jugend verdirbt, und dann bringt er natürlich seine eigene Pizza raus. Was macht aber Crispy Rob? Crispy Rob macht wohl trotzdem Essenssachen, also der macht so Ramses Kitchen nach. Auf billige Art und Weise ist deshalb berühmt geworden und hat sich deshalb jetzt also erlaubt, keine Crispy Rob Pizza zu machen mit Robs im Crispy Rand, sondern Crispy Rob Chips. Ich habe keine Ahnung, wer Crispy Rob ist. Ich habe noch nie was von Crispy Rob gesehen. Deswegen, die Leute haben nur gesagt: Ja, gönn dir mal diese Crispy Rob Chips und sag mal deine Meinung dazu. Das ist alles. Jetzt letztens beim NRR-Battle hat auch einer in der Qualifikation gesagt: Vergesst. Nee, vergesst. Scheiß auf Crispy Rob. Ich guck nur Ramses Kitchen oder so. Habe ich mich sehr gefreut, auf jeden Fall, sehr geehrt gefühlt. Jetzt sind wir ins Kaufland. Jetzt haben wir Crispy Rob Chips gesucht und haben keine gefunden. Wir haben keine Crispy Rob Chips gefunden. Wir haben gar nichts gefunden. Selbst der Capital Bra Eistee war leer, der mittlerweile ja auch auf dem Markt war. War nichts zum Testen da. Ich wollte aber nicht ohne was rausgehen, weil es ja eh eigentlich um Chips ging. Haben wir eine Alternative zu Crispy Rob gefunden? Und zwar Lisa! Guckt doch mal die Lisa an. Guckt euch ja den Tiff da hinten an. Adi! Lisas Bio-Kesselchips. Das Bio steht wieder für, dass da ein böser Mensch dahinter steckt und das gemacht hat, der euch verleiten will, irgendwas Böses zu tun. Endlich Lisas Bio-Kessel-Chips, da freue ich mich schon drauf. Oh, ist das toll! Erstmal mein Zahnfleisch dran laben, reiben. Oh, guck mal, mein Fell. Was steht jetzt hier also drauf? Lisas Bio-Kessel-Chips. Chili feurig scharf. Viele sagen immer scharf. Da steht feurig scharf. Jetzt erwarte ich mir, dass die also schärfer sind als normale scharfe Chips, weil die ja feurig scharf sind. Ihr habt hier unten auch noch, seht ihr, das ist Knoblauch, glaube ich. Das ist hier eine grüne Tomate, ne? Also wird eine Paprika sein. Und hier, das sollen hoffentlich Chilis sein. Hinten, wir können ja das, hinten das auch mal zeigen. Lisas Bio-Kessel-Chips. Lisas Bio-Kessel-Chips kommen aus dem schönen Allgäu. Um einen besonderen Genuss zu bieten, verwenden wir ausschließlich handverlesene Bio-Kartoffeln, die wir mit Schale in Bio-Sonnenblumenöl backen. Unsere Chipsköche achten darauf, dass die Chips im richtigen Moment den Kessel verlassen, um dann mit biologischen Zutaten gewürzt zu werden. Besuch uns online www.lisachips.com. Also wenn ihr das nicht kennt, finde ich sehr schön auch bei diesem Barcode hier oben, wo auch das Datum steht, dass bei diesem Barcode da nochmal so Rosen drumherum gewachsen sind. Ist natürlich alles hier Aromasnacks, lisachips.com, glutenfrei, vegan,
Laktosefrei. Adi. Ja, und dann immer so tun, als hättest du nichts gemacht, oder was? Also der Adi, ich weiß es nicht. Der ist klein und süß. Zack, und schon sind die Hände drin, ne? Was willst du tun? Das stört ihn irgendwie gar nicht. Wir wollen jetzt aber die Lisa-Chips aufmachen. Und die Lisa-Chips mal probieren. Und einer hat mehr Bock als wir alle zusammen. Und das ist nämlich der da. Deswegen würde ich sagen, wir lassen den Adi den ersten Chip. Schmeckt's? Das ist so ein Hund. Es ist eine Katze, aber irgendwie ist der Katze ein Hund. Der kommt immer an und will immer alles haben. Und jetzt isst er die guten Lisa Bio-Kesselchips. Wir wollen jetzt auch mal probieren. Und vor allem, ob die feurig scharf sind. Sie sind auf jeden Fall knüppelhart. Da hat wohl einer vergessen, die aus dem Kessel zu lassen. So sind die irgendwie ultra hart. Die sind richtig hart, die sind steinhart, die sind, keine Ahnung, sind schon fast Plombenzieher. Dann okay. Also ich glaube, dem Adi schmeckt es wahrscheinlich mehr als mir. Dann sind die übelst trocken. Die sind so trocken und staubig. Und scharf. Von Schärfe merke ich jetzt auch nicht wirklich was. Wir probieren nochmal. Wir müssen eigentlich mal mehr hintereinander probieren, glaube ich. Also ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt wirklich mehr erhofft. Ich glaube, 1,99 Euro hat die Packung gekostet. Sah irgendwie schlicht aus. Ist natürlich aufgefallen wegen dem Namen. Dieses Chili und feurig scharf hat mich richtig angesprochen, hat mich richtig heiß gemacht. Aber ich bin so enttäuscht. Es ist, glaube ich, wirklich das allererste Mal, dass ich dringend davon abrate, das zu kaufen und zu probieren. Bei allen anderen Sachen sage ich ja noch dazu, probiert das ruhig mal und sagt mir eure Meinung. Oder wenn ihr das kennt, schreibt es mal drunter. Aber wer die nicht kennt, ihr habt nichts verpasst. Wer die nicht kennt, lasst die einfach im Regal liegen. Die sind wirklich einfach nur knüppelhart. Die schmecken irgendwie, als wären die total, als wären die schon 1000 Jahre alt, abgestanden. Als wären die nicht mehr frisch. Sind ultra hart, sind ultra staubig gleichzeitig. Haben voll wenig Geschmack, einfach nur pappig. Schärfe ist auch nicht da. Dem Adi schmeckt ja sowieso immer alles. Also wenn ihr eure Katze füttern wollt, der Katze mal irgendwas Besonderes bieten wollt, dann könnt ihr die vielleicht kaufen. Aber ansonsten finde ich nicht, dass sich das lohnt, die nochmal zu kaufen. Beziehungsweise selbst die leer zu essen. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie so schlechte Chips gegessen. Da ist selbst ganz normale, billige, K-Klassik, gesalzene, Meersalz, irgendwas hin und her oder in einem riesen 10 Kilogramm Bottich, wo einfach nur Massenproduktion reinkommen. Diese ganz dünnen. Ich mag eigentlich keine dünnen Chips. Ich mag eigentlich, wenn Chips, dann eher geriffelte oder dickere oder sonst was oder Tortilla-Chips. Die sind nicht dünn. Aber die sind einfach nur ultra hart und trocken und staubig und schmecken einfach wirklich nach nichts. Also ihr merkt ein bisschen was, so paprikamäßig, aber
So dumpf dieser Geschmack. Keine Ahnung. Kauft ihr euch nicht. Vergesst das. Wir boykottieren Lisa. Lisa, lass mal die Männerchips machen, ne? Ordentliche Männerchips hier von Karl-Heinz oder so. Aber Rob. Crispy Rob. Das ist wahrscheinlich die Strafe, dass wir keine Crispy Rob Chips bekommen haben. Wir mussten zur Lisa-Alternative greifen und haben es bereut. Das war soweit von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.